Recht herzlich willkommen zur 115. Folge von City Skylines. Ja, so, jetzt gucken wir hier mal, wenn ich draufklicke, siehe da, kommen die Stadtrichtlinien hier rein. Die kamen letztes Mal irgendwie nicht. Keine Ahnung warum, aber das ist halt das, dass das schon mal irgendwo hakt, ne? Und das hatten wir da halt. So, jetzt sind die Richtlinien hier. Kann man da voreingestellter Stil. Jetzt ist nur die Frage, was wollten wir machen? Das ist die gute Frage, ne? Wir wollten irgendwelche Richtlinien machen, aber welche? Ein Rauchverbot, Haustiere, Feuermelder waren irgendwo zum Beispiel ganz sinnig. Rauchverbot, Haustiere, Verteil von Rauchmeldern. Wäre hier sinnig, ne? Stirling-Hügel, Hügel. So, dann ist das da dran, ne? Verteilung von Rauchmeldern, Richtlinie voreingestellte. Wofür dieser Button ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist global jetzt, oder was? Ja, sieht so aus, als ob das dann global ist. Aber global will ich ja gar nicht. Ich will ja hier, oder? Nee. Okay. Jetzt verstehe ich. Ich kann die Richtlinie dann einzeln wieder rausnehmen, ne? Aber kann ruhig, Verteilung von Rauchmeldern kann ruhig global sein. So, Besteuerung, Stadtplanung. Multi für Großplanung für Industrieflächen, Hightech-Häuser, Hochhausverbot, Verbot für starken Verkehr. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, ne? Wo war denn unser Kreisverkehr, den wir letztens hatten? Hier irgendwo, ne? Und wir müssten vielleicht sogar noch schauen, dass wir mal noch ein paar Viertel mehr machen, ne? Nicht mit mir, Altstadt, ja, okay. Machen wir die Richtlinie erst zu. Wir kümmern uns erstmal um die Viertel hier noch. Da müssten wir ja erstmal ein neues machen, oder? Stadtviertel markieren. So, das ist definitiv ein Stadtviertel hier, ne? Dann machen wir hier mal weiter. Das gehört zueinander. So, da haben wir ein neues. Dieses ist auch ein Stadtviertel. So, jetzt ist die Frage, wem wir was zuschlagen hier. Hier haben wir nämlich noch eine Straße. Ja, komm, dann malen wir das mal hier ganz aus. Das nehmen wir hier noch mit rein. Komm, dann malen wir das hier noch zu. Obwohl da hinten schon wieder Blödsinn gewesen wäre, ne? Das nicht. Okay, dann gibt es hier noch ein Viertel. Glaube, das ziehen wir hier mal mit rein. Könnte mal einen größeren Kreis, glaube ich, brauchen. So. Die kommen dabei, die auch. Das ist ein Viertel hier. Machen wir hier noch mit. Komm, das ist auch noch ein Viertel hier. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das hier auch noch dazu. Gut. Hier haben wir noch ein Bahnhofsviertel. Das passt auch schon. Die haben hier auch ihren Müllviertel. Dann haben wir das auch. Das ziehen wir hier noch mit lang. Gut. Da ist ein Viertel. Das können wir mal gerade hier vergrößern. So. Hier haben wir ein eigenes.
Dann nehmen wir das mit. Ich denke mal, bis zur Autobahn machen wir eins raus. So, das dann auch ein Viertel. Na komm, dann nehmen wir das Stück hier noch mit. Passt. Und hier hinten haben wir noch ein Viertel mehr. So, und das da oben ist ein Industriegebiet. So, passt. Palmpark. Ist ein bisschen klein, können wir größer machen, ne? Aber hier oben, das ist das Bergviertel, das machen wir extra. Hügel. Auch interessant. Hier haben wir Fichtenpark und das ist der Halbmondplatz. Schwierig. Ich glaube, wir machen Neues. Passt. So, dann haben wir die schon mal alle gemacht. Irgendwo was vergessen? Ich glaube nicht, doch hier oben. Ja, zack, da gibt's ein neues. Passt, und wer kriegt das? Das können wir dem dann noch zuschlagen, oder? Okay, dann haben wir das auch. So, jetzt könnte man noch bestimmen, was hier ist. Wir hätten ja Industrieviertel. Wäre. Ja, das ist aber nicht, ne? Ne, das können wir nicht machen. So, hier ist noch keine Gewerbespezialisierung. Das ist Freizeit und das ist Tourismus. Ja. Damit ist das erstmal abgeschlossen. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Und dann hatten wir Verbot für starken Verkehr. Wo war der Verbot für starken Verkehr dann reinzusetzen zum Beispiel? So, das ist die Feuermelderrichtlinie, ne? Stadtplanung. Mit den starken Verkehrsaufkommen in einem Gebiet sorgen sie dafür, dass es optional Routen gibt, denn die... So, das wäre jetzt für den, ne? Wenn ich da hingehe, ist das nicht. Okay, stimmt das wirklich so? Ja. Da haben wir da schon mal das weggezogen. Jetzt ist hier die Frage. Hier haben wir ja auch diese Durchfahrtsstraße, ne? Lass mal erstmal das Verkehrsaufkommen angucken noch. Oder hier? Ne, Transport, da ist es, glaube ich, ne? So. So, jetzt sind wir hier da. Und da wollen wir die Richtlinie machen. Mit dem starken Verkehr. Das würde hier sein. Allerdings. Gehört dann da oben noch? Na, obwohl. Auf der Straße wäre es nicht. Lass uns das mal machen. Jetzt habe ich es, glaube ich, überall eingeschaltet, ne? Ja, genau. Das müssen wir wieder für alle ausschalten. Ne, für den... ich muss das... Warte mal, ich muss das schließen und muss es erst rausnehmen. So. Dann das anklicken und dann Verbot für starken Verkehr dazu nehmen. Und da auch. Und da auch. So, das, das und das Gebiet ist jetzt ohne starken Verkehr, ne? Dieses sollten wir vielleicht auch nehmen. Und die kommen dann gar nicht da rein. Schwierig. Hier wohnen die alle, ne? Müsste man dann unterteilen noch mehr. Das gestaltet sich dann schon wieder schwierig, ne? Aber definitiv ist hier dieses hier Verbot für starken Verkehr.
Und da, ja, da weiß ich noch nicht. Nee, das müssen wir schon machen. Wie haben wir hier angelegt? Ja, das ist hier eine Durchgangsstraße. Die müsste dann da raus, ne? Dann müssen wir das nochmal so machen, ne? Dahin und da und diese Zonen noch rausnehmen zum Beispiel, ne? Damit der starke Verkehr da auch langfahren kann, ne? Ist ja auch ein ziemlich großes Gebiet, ne? Ich glaube, das müssen wir mal unterteilen. So ist schon okay, ne? Das ist auch eine Durchfahrtsstraße. Und schon haben wir... Ah, er hat es akzeptiert. Das ist ja cool. Er macht aus dem zwar ein geteiltes, aber... Dann passt das ja. So, hier haben wir noch eine dicke, fette Straße. Die müssen wir da auch noch rausnehmen. Und das ist im Endeffekt das gleiche in Grün hier, ne? Tja, das ist ein Industriegebiet hier, da können wir gleich wegmachen. Also da wollen wir keinen Schwerlastverkehr und da auch nicht. Boah, das ist hier fast nix, ne? Und das hier kannst du auch vergessen. Da kannst du gleich das ganze Viertel hier wegmachen. Weil da ist ja der Bahnhof, da muss ja auch Verkehr durch. Aber diese Straße hier, ne? Die können wir doch schon wieder... Ich glaube, das können wir schon so machen, da ist kein Durchgang, ne? Schwer zu sehen an der Anbildung. Ne, die hört ja da irgendwo auf, ne? Ja. Dann passt das schon. Dann können wir das mal so lassen. Warum haben die jetzt keinen Strom mehr? Aus Versehen was gelöscht? Ich glaube nicht, ne, oder? Wahrscheinlich sind da irgendwelche Windkrafträder, die sich gerade nicht drehen, ne? Ein Megawatt. Windgeschwindigkeit 1. Ja, das wird wahrscheinlich das Problem gerade sein, ne? So, hier haben wir jetzt den Verkehrsstau. Kein Strom. Strom. Das würde bedeuten, wir ziehen das mal von da nach da rüber, oder? So, dann geht das nämlich weg. Passt. Hier wäre der Strom aber auch rübergegangen eigentlich, oder? Naja. Auf jeden Fall ist der Strom jetzt sichergestellt. Gut, nochmal zum Verkehr. Hier, dieses Stück ist ja krass, oder? Die kommen von da, fahren da rum und da wieder zurück. Diese Küstenstraße hier. Boah, hier ist aber krass, oder? Die müsste man mehr entlasten dann. Ja, das geht hier noch. Ja, hier der Kreisverkehr, das ist ein verteufeltes Ding, ne? Müsste man eigentlich hier eine Ausfahrt machen, die da rumgeht und da wieder irgendwo einfädelt, aber
schwierig umzubauen, ne? Vielleicht, indem wir mal hier runtergehen würden, ne? Was ist denn das für eine Straße? Kann ich irgendwo sehen eigentlich? Nee, ne? Das wäre jetzt eine Einbahnstraße, die man hier rausbaut. Diese Bauform brauche ich. So, und dann müsste ich nach unten, ne? So. Geht aber irgendwie nicht. Ist noch rot markiert. Wahrscheinlich funktioniert das nicht. Reiß das Stück mal wieder weg. Diese Straße. So, und dann runter. Geht. Und dann würde ich die nach da bauen. Dass sie hinten wieder hochkommt, ne? Das wollen die aber nicht so weit. Ach, da sind wir... Ah, ich weiß schon warum. Da ist das Problem, dass wir dort die U-Bahn haben. Deswegen geht das nicht, ne? So, das würde bedeuten, wir müssen dann noch ein tiefer, um unter die U-Bahn runterherzukommen. Oh. Das ist doof. Den Schritt wollten wir gar nicht machen, ne? Und jetzt muss ich erst eine Etage tiefer, um da wieder anzupacken, ne? Und die Frage, ob ich das hinkriege. So, erstmal ein tiefer. Dann unter der U-Bahn runterher. Nach hier hin. Passt. Und dann hier wieder hochkommend. Wunderbar, oder? So, und dann ist nur die Frage, ob wir da was hier mit entstauen. Ah, es fahren auf jeden Fall welche rein, das ist schon mal cool. Das würde bedeuten, dieses Kreuzungsbereich müsste mit auf der Dauer ja besser werden. Warte mal, dann machen wir das mal rein. Also die fahren jetzt da lang, dann würde sich das hier etwas entspannen. Oder sollte sich entspannen. Es teilen sich hier schon mal welche. Das ist schon mal cool. Hm. Wie sieht das hier aus? Hm, das geht eigentlich noch, ne? Es war rot, aber nicht so wild. Hier. Hier ist noch so ein schickes Stück. Ah, hier, da ist das Problem. Von da wollen die alle hier hin. Wo fahren die weiter? Einfach hier irgendwo, ne? Hier staut sich's beim Wegfahren. Die wollen da lang, da lang. Diese Straße ist das Problem. Das geht bis hierhin. Hier können wir hochkommen und wieder drauf, ne?
Ist denn in beiden Richtungen? Wahrscheinlich, nee, eigentlich nur in einer Richtung schlimm. Ja, die stehen auch hier schon. Da müsste man hier abzweigen, irgendwo. Da müssen wir was wegreißen, ne? Zum Beispiel hier. Straße nochmal. Nach da. Und runter. Dafür müssten die beiden Häuser weg. Würde ich aber machen. Habe ich ja schon gemacht, ne? Hier wieder raufkommen eigentlich, ne? Warte mal, mach das nochmal weg. Nochmal den Bagger holen. Den auch weg, so. Und dann den wieder nehmen. Und da wieder ansetzen. Nur das Stück ist kürzer, deswegen fahren die dann da wahrscheinlich weiter lang, ne? Es fährt niemand diese Straße rein, oder? Doch, einer fuhr da rein. Zwei. Drei. Wichtig wäre, dass die von hier darüber reinfahren, aber die wollen alle links abbiegen. Okay. Es gibt welche, die fahren auf jeden Fall rein. Aber wahrscheinlich nichts besser hier geworden, oder? Ja, das sind zu wenig, die da wegfahren. Sind immer noch die Linksabbieger, oder? Obwohl, es gibt auch welche, die fahren geradeaus. Aber weniger. Da ist es auch. Was macht der Kreisverkehr? Das wäre jetzt erstmal zu gucken. Also diese Straße hat sich nicht entlastet. Obwohl die da unten lang fahren könnten. Tja, schwierig. Also hier ist das erste Teilstück, ist grün, ne? Aber sonst haben wir hier nach unten, das Aufkommen stärkt sich jetzt, ne? Ja. Hier ist es, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Das war vorher schlimmer. Vielleicht entzerrt sich es aber auf Dauer. Muss mal gucken. Ja, nochmal rauszoomen und dann nochmal gucken. Hier ist noch das schlimm. Ja, hier ist es auch schwierig, aber nicht so schlimm wie woanders wahrscheinlich, ne? Haben wir sonst noch irgendwo Probleme? Knalle rot. Das sind nur die Kreuzungen, die gehen noch. Ah, hier. Die stehen alle im Dauerstau hier. Wo wollen die denn alle lang? Hier gibt es ganz viele Linksabbieger. Das sind alles Linksabbieger. Die wollen alle nach links.
wo fahren die dann lang? Ah, links und rechts. Ja, da müsste man überlegen, was man da macht, ne? So, wäre fast zu überlegen, hier runter. Und dann nach hier irgendwo hin, ne? Nach da. Nee. Nach da. Die wollen hier hin. Hier entzerrt sich's dann, ne? Die meisten fahren dann noch da. Das würde bedeuten eigentlich von hier und da vorne von der Straße abbiegen lassen. Tja, wieder so eine. Da runter. Und dann Mantau bis dahin hin. Jetzt müsste man nochmal. Und da wieder rauskommen lassen, ne? Und da muss man das alles abreißen, ne? Ja. Klappt dann nicht, da ranzukommen. So geht das jetzt nicht, hm? So, jetzt haben wir es geschafft. Ein paar Häuser mussten leider dran glauben. Und die kommen dann da wieder raus. Ja, müssen wir dann gucken, ne? Wie sich das weiterentwickelt. Fahren da schon welche rein? Jo. Und auch einige fahren da rein. Ja, die würden dann alle da durchfahren. Ja, denke ich mal, könnte funktionieren, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.